Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir erklären, wie du Gate 1 am effektivsten für dich nutzen kannst und damit eine ganz andere Qualität an Wirkung erzielen kannst. Hi, wie schon erwähnt, in diesem Video geht es um die Nutzung der Gate 1 Stop Thinking Frequenz. Ich werde dir jetzt in dem Video grob erzählen, was du tun kannst, um damit die beste Wirkung zu erzielen. Ja? Gate 1 basiert ja auf zwei Teilen. Der erste Teil ist die komplette Hypnose plus die Induktion dahinter. Und der zweite Teil ist eine komplette Praxis. In der Praxis geht es darum, dass du trainierst, dass du passiv trainierst, diesen Zustand zu halten. Und in diesem Video werde ich dir erklären, wie du das Training plus das Training danach, wenn die Frequenz komplett zu Ende ist, aufbaust. Und damit, es geht immer bei Gate 1 immer darum, dass du danach die Frequenz nicht mehr benötigst, dass du selber einfach so in der Meditation richtig gute Zustände erlangst, wo du wirklich meditieren kannst und du eine Stunde lang nichts denkst. Weil so öffnest du die Tür für die tieferen und erweiterten Bewusstseinszustände. Ja. Also, als erstes ist es so, dass du grundsätzlich mal weißt, dass wenn du die Frequenz hörst, zu Ende gehört hast, empfehle ich dir, dass du die Kopfhörer weglegst und so weiter. Bleib vielleicht ein, zwei Minuten noch da, setz dich hin und dann setz dich in die normale Meditationshaltung, so wie ich jetzt gerade. Schließ deine Augen, zähle wieder bis 10. Also visualisiere gleichzeitig, dass du die Stufe runtergehst, wie in der Hypnose. Wenn du die Gate 6 kennst, dann kannst du doch das Codewort Self verwenden. Und dann stellst du dir vor, du bist irgendwo am Strand, wo auch immer. Und dann sagst du Blue zu dir oder lieber das Unterbewusstsein, geh in den Zustand Blue. Oder du sagst ein paar Mal hintereinander einfach Blue. Und visualisierst dabei einen blauen Himmel. Und wenn du über was nachdenkst, dann kopple sofort diesen Gedanken mit einer Wolke, die du dir dann vorstellst. Und dann sagst du nichts, sondern du atmest dann aus und stellst dir vor, dass dieses Ausatmen diesen Gedanken einfach mitnimmt. Egal, ob er zu Ende gedacht wurde oder noch gar nicht gedacht wurde, einfach weg damit. Und immer wenn du sagst Blue, dann wird alles wegradiert und dann ist alles blau. Ja? Und wenn du wieder anfängst nachzudenken, dann kommst du auf, oh, ich denke schon wieder zu viel nach, Blue. Alles wieder gelöscht und der Himmel ist blau. Und dann hältst du dich in den Zustand. Training, Training, Training. Ja? Deswegen habe ich in der neuen Version von Gate 1 so einen Fokus auf das Training gelegt, weil es für mich einfach eines der wichtigsten Dinge ist. Weil das eine ist die Hypnose und dann glaubt man, ich kann es jetzt, ne? Und dann klappt es doch nicht so, sondern die Hypnose klappt am besten, wenn du nach der Hypnose in der Posthypnose bist und in der Posthypnose trainierst du. Und verankerst das noch viel tiefer. Und das ist der ganze Schlüssel an der Hypnose. Ja. Gut, das heißt, du hörst die Frequenz ganz normal, bist kurz wach, gehst in die normale Meditation und gehst dann in die Trance hinein und dann trainierst du weiter, wie lange du auch immer willst. Ja. Das ist der erste Part. Ja. Das heißt, ich empfehle dir vor allem am Anfang immer so zu arbeiten, dass du also es gilt nicht nur bei Gate 1, sondern es gilt bei jedem Gate, bei jeder Hypnose, dass du danach nochmal meditierst und das Ganze nochmal sacken lässt, weil du dann, es ist immer so, wenn die Hypnose zu Ende ist, bist du danach noch ein paar Minuten in der Posthypnose. Das bedeutet, du bist noch komplett hypnotisierbar wie vorher. Und wenn du dann natürlich sagst, okay, du setzt dich hin und machst etwas und das, was du tust, wird dann richtig tief sitzen. Ja? Und dann nutzt du diesen Posthypnosenzustand aus und verankerst das, was du gerade gemacht hast, noch viel, viel intensiver. Bis zu 10-mal stärker kann es dann noch wirken, wenn du es nicht tust. Ja? Gut, also wie solltest du Gate 1 am allerbesten hören und wie oft solltest du es hören? Ich empfehle dir vor allem am Anfang, dass du es direkt in der Früh nach dem Aufstehen hörst, weil dein Mind ist dann irgendwie komplett leer. Ja? Weil du hast geschlafen, das Unterbewusstsein hat durchs Träumen einige Sachen aufarbeitet und du startest dann in den Tag und du wirst auch merken, dass du, wenn du in der Früh Gate 1 hörst, komplett einen anderen Tag hast, ja? Weil die Frequenz zieht dich runter in eine tiefe Trance hinein und gleichzeitig hast du schon Abenteuer erlebt und du bist viel eher in diesem Nichtdenken-Modus drin und das ist natürlich was ganz, ganz Grandioses, ja. Und dann startest du in den Tag, ja.
wie lange du auch immer meditieren magst. Ja. Die Frequenz an sich dauert ungefähr so 70 Minuten, wenn ich mich nicht täusche. Und die letzten 10 Minuten sind komplett Freestyle. Also 30 Minuten ist Hypnose, ungefähr 35 Minuten. Der Rest ist dann Praxis. Und dann die letzten 10 Minuten, wenn du willst, kannst du die Freestyle-Sachen noch anwenden und nutzen. Und diese werden dann dir nochmal so einen Kick geben. Und wenn du danach noch sagst, okay, ich meditiere einfach nochmal noch 10 Minuten weiter, ich meine, ohne Kopfhörer, ohne nichts, in der normalen Meditation und trainiere das noch weiter, dann wirst du einfach vielleicht bis zu den 10-fachen Effekt der Hypnose erlangen. Ja. Gut. Und was wollte ich noch erzählen? Genau, wie oft sollst du sie hören? Also ich empfehle dir, die erste Woche, also idealerweise die ersten 21 Tage, die Frequenz, wenn es geht, täglich zu hören. Ja, muss nicht täglich sein, aber desto passiver du das regelmäßig hörst, desto tiefer sitzt das drin. Und du wirst das selber merken, wenn du sagst, hey, ab dem dritten Mal, das klappt bei mir wie am Schnürchen. Und du trainierst einfach dann, du kannst auch das dreimal hören oder einmal hören. Und dann meditierst du ganz normal in der normalen Meditation und wendest das Codewort immer an und die Visualisierung und vielleicht die Selbsthypnose. Dann wirst du gleichzeitig, und das ist wirklich so, dann wirst du damit ja das auch trainieren. Ja? Und das ist nämlich genau das, was ich dir eigentlich immer sagen will, ist, dass du hörst es einmal und dann meditierst du danach, wann auch immer. Und wende es aber in jeder Meditation an, weil damit frischst du sozusagen die Hypnose wieder auf. Ja, das ist so wie ein Raucher, der immer wieder raucht und dann in der Kette bleibt, so abhängig wird von der Wirkung, ja, also von der Hypnose an sich, nicht von der Frequenz. Ja. Das heißt, du hörst die Frequenz vielleicht nur einmal und jedes Meditieren danach, also ohne Frequenzen, ohne Kopfhörer, ohne nichts, wendest du das an, was du in der Hypnose trainiert hast und dann verfestigst du mit jeder Hypnose, mit jeder normalen Meditation die Hypnose. Ja? Das bedeutet, du kannst sie eigentlich nur einmal hören und dann so oft meditieren, wie du willst. Wenn du es immer anwendest, trainierst du es ja auch. Ja? Nur, dass die Hypnose dich ein bisschen mitnimmt auf ein Abenteuer mit der Musik, mit der Frequenz, wirkt es ein bisschen tiefer mit dem Training. Du wirst einfach ein bisschen geführt. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche keine Führung und so weiter. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich kann das selber gar nicht. Ja, ich brauche jemanden, der mir das sagt, was ich jetzt zu tun habe. Dann ist es natürlich eine super Sache. Ja. Gut, auf jeden Fall die ersten 21 Tage versuche es wirklich täglich zu machen. Dann speicherst du das im Unterbewusstsein sehr tief ein. Und vor allem, wenn du es nicht schaffst, 21 Tage durchzumeditieren, also jeden Tag das, dann empfehle ich dir, dass du das zumindest 7 Tage täglich durchziehst. Ja? Wenn du wirklich sagst, ich habe viel Zeit, dann hörst zweimal an. Also entweder probierst deine eigenen Zeiten aus. Ich empfehle am besten in der Früh. Du kannst es auch vorm Schlafen gehen hören, da habe ich auch schon ganz crazy Sachen erlebt. Luzide Zustände, vor allem auch in der Früh gibt es einen kleinen Trick, wenn du, weil die Frequenz ist so gemacht, dass du auch damit krass luzide Träume und so einleiten kannst. Und zwar, wenn du zum Beispiel schläfst und du wirst früher munter, wie zum Beispiel so um 5, 6 Uhr, dann hörst du direkt danach die Hypnose, bleibst aber dabei komplett wach und danach legst du dich hin und schläfst ganz normal ein. Und ich hatte fast jedes Mal, und wer andere, der auch, der die Frequenz schon getestet hat, die Beta-Tester, haben auch sehr oft mit der Methode damit einen luziden Zustand indizieren können. Nur so als Tipp für den Fall, dass es dich interessiert. Auch vom Einschlafen kannst du auch damit erweiterte Bewusstseinszustände erleben. Vor allem, weil du ja nicht denkst, ja, weil eigentlich kann jede Frequenz das indizieren, einen erweiterten Bewusstseinszustand, wenn du keine Beta-Wellen produzierst, die ja durch das Denken produziert werden. Ja. So sieht's aus. Gut, ja, das ist der ganze Trick an Gate 1. Hol dir auf jeden Fall den Nutzungs-PDF, da schreibe ich dir noch ein paar weitere Tipps rein, wie du die Frequenz am besten nutzen kannst. Und ja, wünsche dir viel Spaß dabei. Viel, viel Spaß. Und wie gesagt, entscheide du selbst, wann du es für dich hörst. Teste auch deine eigene Zeit. Vielleicht passt in der Früh für dich gar nicht. Dann hör es am Abend oder Nachmittag und so weiter. Oder mitten in der Nacht geht ja auch. Da wirkt es auch sehr, sehr stark. Ja, in dem Sinne, viel Freude und viel Spaß bei der neuen Gate 1 in MDR. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.